Die Spitzenkandidatin des Bündnis Sarah Wagenknecht war bei Jung und Naiv zu Gast. Und in der ersten Stunde des Interviews wurden schon viele Themen angesprochen. Teilweise betrafen die Landespolitik in Thüringen, teilweise ihre Rolle als Bürgermeisterin in Eisenach, teilweise ging es da auch um Migration eben gerade. Aber darauf werden wir nicht reagieren. Wir reagieren heute auf den Teil, wo Thilo Jung Katja Wolf versucht, in die rechte Ecke zu stellen. Nämlich dadurch, dass er die Ukraine-Politik des BSW angreift wird. Diese Vorwürfe werden gleich ziemlich albern werden. Macht euch da auf einige ziemlich abstruse Unterstellungen gefasst. Ich werde darauf gleich inhaltlich eingehen, aber so viel sei schon mal vorweg gesagt. Ja, es ist billigstes, plumpes Framing gegen das BSW, was keine sachliche Grundlage hat. Erstmal ein Hinweis zu meiner eigenen Person. Ich selbst bin tatsächlich kein Mitglied des BSW, aber ich sympathisiere sehr mit der Partei und wünsche mir, dass sie bei den Landtagswahlen im Osten möglichst gute Ergebnisse erzielt. Und entsprechend bin ich hier relativ wohlgesonnen dem gegenüber, was Katja Wolf gleich sagen wird. Zur AfD, Russland, da siehst du keine Parallelen und die Haltung zum Ukraine-Krieg. Also, wenn die AfD eine Ukraine-Politik, also davon abgesehen, dass ich finde, in dem Moment, wo man Parallelen Ihr findet. merkt schon an der Frage, also bevor Katja Wolf jetzt ihre Antwort ausformuliert hat, also allein diese Frage, die AfD fordert irgendwas, siehst du da Parallelen? Ja, die AfD fordert bestimmt viele Sachen und von den zig Forderungen, die sie in ihrem Programm hat, wenn da eine ähnlich ist wie beim BSW, dann heißt das nicht, dass das BSW eine neue AfD ist. Anderes Beispiel, das BSW ist auch grundsätzlich für Umweltschutz. Die Grünen sind auch grundsätzlich für Umweltschutz. Es wäre ein bisschen dämlich, die BSW jetzt als zweite Grüne deswegen darzustellen. Oder die FDP ist für Technologieoffenheit. Das BSW ist auch für Technologieoffenheit. Es wäre deswegen aber total dumm, das BSW als zweite FDP darzustellen. Und genauso bescheuert ist diese Logik eben auch bei der Alternativen für Deutschland. Ist es nicht plötzlich unlegitim, eine politische Position zu vertreten? Ja? Ja, wir stellen ja nur fest. Wir machen Na? ja, wir machen ja, meine AfD ist die stärkste Partei in den Umfragen in Thüringen. Ihr seid jetzt knapp fast schon die zweitstärkste. Dann kann man ja mal vergleichen. Das sind ja, ihr seid ja bei den stärksten Kräften. Dann gucken wir mal, wo ihr Gemeinsamkeiten habt. Darüber reden wir ja. Wir haben ja jetzt ja Na, bei und Migration, haben wir es schon festgestellt, was haben wir denn bei Migration dass festgestellt? ihr das beide begrenzen wollt, dass ihr das für. Ja, wer will Migration nicht begrenzen? Also, dass diese Massenmigration, die wir seit 2015 erleben, Deutschland in der Form geschadet hat, das sagt Sarah Wagenknecht ja beispielsweise auch schon seit 2015. Das ist ja Konsens im BSW. Und dass die anderen Parteien, CDU, Grüne, SPD, das immer befeuert haben, das immer wollten und sogar noch mehr Migration fordern, das ist ja nichts Gutes. Also diese Migration hat Deutschland, wie gesagt, geschadet. Wir haben eine steigende Kriminalität, wir haben zunehmende kulturelle Konflikte. Das ist alles nicht gut für unser Land und entsprechend wird das BSW das begrenzen. Nur weil die AfD hier eine ähnliche Forderung hat, die inhaltlich richtig ist, heißt das nicht, dass diese Forderung dadurch falsch wird, dass sie von der AfD ausgesprochen wird. Also auch hier schon wieder dieses dämliche Framing von Thilo Jung. Nur weil die AfD was Richtiges sagt, wird es dadurch nicht falsch. Viel zu viel findet. Dass es bei uns ein klares Bekenntnis zur Integration gibt, dass es ein klares Bekenntnis zur Migration in den Arbeitsmarkt gibt, dass es bei uns ein klares Bekenntnis zum Asylrecht gibt. Klares Bekenntnis zur Abschiebung. Na klar, Ja. das ist das deutsche Rechtsprinzip. Das ist ein europäisches Rechtsprinzip. Bleiberecht für alle funktioniert nicht. Bekenntnis zur Abschiebung, das gab es übrigens auch von Olaf Scholz im Spiegel. Dem hat er jetzt nicht viele Taten folgen lassen, aber wenn es bei irgendwelchen Bekenntnissen, also wenn man irgendwelche Bekenntnisse nähme, dann könnte man da auch Olaf Scholz aufzählen und ihm eine AfD-Nähe unterstellen, was genauso absurd wäre wie beim BSW. Nicht. Ja, Das ist eine sehr, sehr schöne Utopie. Ein wunderbarer Gedanke, funktioniert aber nicht. die AfD ist gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Ja, auch. Und? Ist es deswegen falsch? Ich stelle ja nur Parallelen fest. Na klar, es ist eine Parallele, aber die Frage ist, ist es deswegen Na, falsch? die Parallele ist eher die Parallele zur alten Linkspartei. Also die alte Linkspartei war auch gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Die neue Linkspartei seit 2022, die auf Kriegstreiberei und ja immer weitere Aufrüstung und Fortsetzung dieses Krieges setzt, da gibt es dann viele, die plötzlich für Waffenlieferungen waren. Oder die alte SPD, die war auch, also ganz früher mal, die war auch gegen zusätzliche Befeuerung von Kriegen, auch gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete.
Jetzt ist die SPD einer der Kräfte, die Waffenlieferungen in diese Kriege fordern. Also das ist ja die Entwicklung, die sowohl die SPD als auch die Linkspartei durchgemacht haben, dass sie sich von ihren eigentlichen Idealen entfernt haben. Und das BSW vertritt jetzt diese Ideale. Das heißt, Thilo Jung könnte ja genauso gut eine Parallele zur SPD der 70er Jahre oder zur Linkspartei von vor 10 Jahren ziehen. Ihr sagt. Ist es falsch zu sagen, das tägliche Sterben, ein Stellungskrieg, der nicht vor und nicht zurückgeht, eine Situation, dass unendliches Leid, unendliche Zerstörung, unendliche Umweltzerstörung, unendlicher Verbrauch von finanziellen Mitteln und von Ressourcen. Da täglich zuzugucken, wie das weitergeht? Nein, es ist nicht vernünftig. Wäre es vernünftiger gewesen, keine Waffen an die Ukraine zu liefern? Ja, das wäre vernünftiger gewesen. Es ist vernünftig, zum jetzt hier und heute festzustellen, dass man an den Verhandlungstisch kommen muss. Das war jetzt nicht die Frage. Da kommen wir gleich reden. War es unvernünftig, überhaupt Waffen an die Ukraine zu liefern? Nein, natürlich nicht. Aus deutscher Sicht ja. Also aus bis wann war es dann vernünftig? Also die Ukraine muss das Recht haben, sich zu verteidigen. Gar kein. Der Maidan-Putsch 2014 war schon unvernünftig. Und alles, was der Westen dann als Aufrüstung betrieben hat, hat erst diesen Krieg heraufprovoziert. Das muss man ja sagen. Also, dass der Westen die Ukraine immer weiter ins westliche Bündnis reinziehen wollte, dort NATO-Soldaten stationiert hatte, die ukrainische Armee immer weiter hochgerüstet hatte, auch über solche Organisationen wie Blackwater bzw. Academy heißen sie ja jetzt, über ein Land-Lease-Programm wurde in den USA schon im Januar 2022 lanciert, also vor Beginn der Full-Scale-Invasion von Russland. Also die USA haben schon geplant gehabt, die Ukraine noch viel weiter hochzurüsten. Und diese Politik hat den Ukraine-Krieg erst ausgelöst, diese Politik des Westens. Also erstmal in der Ukraine die Regierung zu stürzen, dann das Minsker Abkommen nicht umzusetzen und dann die Ukraine immer weiter hochzurüsten. Eine Frage. Die Ukraine ist angegriffen. Nur ohne unsere Waffen. Und es war ein Angriffskrieg. Ja, es ist einer. Ja, es war ein, am 24. Ja. war es ein Angriffskrieg. Ja. So, und es ist immer noch ein Angriffskrieg, na klar. Ja, natürlich, das bezweifelt ja niemand, aber das ist halt Thilo Jung egal, denn er möchte nicht die Position des BSWs verstehen oder erfragen, wo vielleicht Unklarheiten liegen, sondern er möchte das BSW in die rechte Ecke stellen, er möchte das BSW negativ framen und hier möchte er dem BSW halt eine Putin-Nähe unterstellen, was halt jedem unterstellt wird, der Frieden für die Ukraine fordert. Das ist ein abstruses Framing, aber betreibt Thilo Jung schon seit längerer Zeit so. Genau das Gleiche hat er mit Michael Lüders abgezogen. Da hat er gefragt, ist das denn nicht Wagenknecht AfD-Bullshit, was du hier erzählst? Und lustigerweise ist Michael Lüders dann einige Zeit später beim BSW auf der Europaliste aufgetaucht. Also eine gewisse Wagenknecht-Nähe hat er ja. Also die hat Thilo Jung ihm gar nicht zu Unrecht unterstellt. Aber schon dieses Framing, jemanden in eine Ecke zu rücken, das versucht er jetzt genauso mit dem BSW. Da lasse ich mich auch nicht in eine Ecke drängen. Also, mache ich auch nicht. Die Situation ist zutiefst dramatisch und Putin ist weder ein guter noch mein Freund. Ausdrücklich. Und, ja, das hat mich jetzt auch gewundert. Okay, Ukraine, Selbstverteidigung. Haben sie völliges Recht drauf. Waffenlieferungen waren okay. Bis wann? Also, die Frage von deutschen Waffenlieferungen, und das will ich durchaus zugeben, sehe ich persönlich echt mit Bauchschmerzen, weil die Situation, und wenn ich sehe, dass Rheinmetall, wie viel Prozent hat der Kursgewinn bei Rheinmetall prozentual betragen im letzten Jahr? Sich mehr als verdoppelt. Also guckt euch die Kurse von Rheinmetall, Lockheed Martin und Co. an. Die sind explodiert. Die sind wirklich explodiert. Ja, es war eine gigantische Zahl, mindestens zweistellig. Mhm. Wahnsinn. Ja. Ist das der Weg, den eine Zivilisation gehen sollte? Ist das der Weg festzustellen, naja, aber der ist doof und das ist alles ungerecht und deswegen geht jeden Tag das Sterben weiter? Wenn wir heute feststellen, dass es ein Stellungskrieg ist, der nicht vor und nicht zurückgeht, dann kann ich mir natürlich wünschen, dass über Nacht die Ukraine in die Situation kommt, plötzlich so stark und so toll zu sein, dass sie es schafft, die russischen Kräfte zurückzudrängen. Ich halte es schlicht nicht für realistisch. Ich halte es schlicht nicht für realistisch. Und wenn ich an dem Punkt bin, dass ich es nicht für realistisch halte, dass in absehbarer Zeit sich die jetzige Situation des Stellungskriegs ändert, dann ist der einzige richtige Weg und die einzig vernünftige Antwort zu sagen, natürlich muss man jetzt an den Verhandlungstisch. Natürlich, absolut richtig. Und das, also absolut richtig, was Katja Wolf hier sagt, die Analyse ist richtig, die deckt sich auch mit der meisten Militärexperten. In der Ukraine tobt ein Stellungskrieg.
Und je länger dieser Stellungskrieg dauert, desto weiter wird sich die Position der Ukraine verschlechtern. Die Ukraine hat schlichtweg weniger junge Männer, die sie an die Front schicken kann. Jeden Tag sterben da tausende Menschen und der Ukraine werden zuerst die Menschen ausgehen, die sie an der Front verheizen kann. Also es wäre schon vor einem Jahr sinnvoll gewesen, an den Verhandlungstisch zu gehen. Es war schon 2022 möglich, das hat man durch die Enthüllungen über die Friedensverhandlungen von Istanbul gesehen, einen Frieden mit Russland zu erreichen. Die Ukraine wollte nicht, sie wollte auf westlichen Druck hin nicht. Und deswegen wird es jetzt höchste Zeit, endlich Friedensverhandlungen aufzunehmen. Wir hatten nur gerade geklärt, ihr seid gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Du hast aber gesagt, okay, es ist völlig legitim, dass die Ukraine sich selbst verteidigt. Und du hast gesagt, Waffenlieferungen waren ja offenbar okay. Bis wann waren sie okay? Das muss ich jetzt mal den kurz Zeitpunkt erklären. Kann ich nicht sagen. Also das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Und ich bin kein Militärexperte. Ich weiß nur, dass... Ja, aber du hast gesagt, okay, Waffenlieferungen waren okay, aber sind jetzt nicht mehr okay. Jetzt will ich ja wissen, wie kommt das? Weil wir an dem Punkt sind, dass wir feststellen, dass dieser Krieg komplett festgefahren ist und dass er aus meiner Sicht... Also jetzt, wo es ein Stellungskrieg geworden ist, aus meiner Sicht macht Waffenlieferung keinen Sinn mehr. Also, ich versuche mal meinen Gedanken zu Ende zu bringen. Ja? Aus meiner Sicht ist dieser Krieg nur diplomatisch und nicht militärisch zu beenden. So wie jeder Krieg. Ja. Mhm. Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Jetzt. Jetzt. Eigentlich gestern, spätestens heute. Mhm. Jetzt muss begonnen werden, mit voller Vehemenz zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Will Putin nicht. Bestimmt nicht. Russland war 2022 bereit, sich hinter die Linien des 24. Februar zurückzuziehen, wenn die Ukraine zu Friedensverhandlungen bereit gewesen wäre. Das wissen wir aus Enthüllungen. Das hat mittlerweile sogar der ukrainische Chefunterhändler bestätigt, dass die Ukraine damals einen Frieden abgelehnt hat, aus westlichen Druck hin nach dem Besuch von Boris Johnson in Kiew. Der Westen wollte diesen Krieg. Der Westen hat alles dafür getan, dass dieser Krieg weitergeht. Und der Westen handelt immer noch so. Der Westen kämpft gegen Russland bis zum letzten Ukrainer. Hast du das gehört von ihm? Weißt du das besser? Also ich glaube, da nehmen sich im Moment beide Seiten nichts. Und ich finde, dass ein sehr deutliches und vehementes Zeichen dafür wichtig ist. Mhm. Klar muss man das... Ne? Also ich will dich ja nur richtig verstehen. Mhm. Weil es jetzt einen Stellungskrieg gibt, wo nichts mehr nach vorne und nach hinten geht in der Ukraine, machen Waffenlieferungen keinen Sinn mehr. Obwohl vielleicht die Waffen, die geliefert werden... Es ist ja ein Stellungskrieg, in dem sich, also das heißt ja nicht, dass die Front sich gar nicht verändern würde, sondern die Front verschiebt sich nach und nach, vor allem am Frontabschnitt vor Avdiivka, hat sich die Front zu allem zugunsten Russlands verschoben und mittlerweile stehen russische Truppen vor Pokrowsk, also der nächsten größeren Stadt in... Süden der Oblast Donetsk. Also die Front bewegt sich ja, aber gerade zum Vorteil Russlands. Sie bewegt sich sehr langsam mit sehr hohen menschlichen Verlusten, was eine absolute Tragödie ist, aber sie bewegt sich. Wären eher gestern als heute eigentlich, wäre es für die Ukraine angesagt gewesen, Verhandlungen anzutreten, selbst wenn jetzt gar nicht moralisch argumentieren will, sondern einfach strategisch. Also die Ukraine hat diesen Krieg, also kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen, also muss sie verhandeln. Werden es den Ukrainern ermöglichen, überhaupt einen Stellungskrieg noch zu schaffen, damit sie nicht total in der Defensive sind? Und was haben wir in den letzten... Ja, wenn die Ukrainer, wenn dieser Krieg endet, dann brauchen die Ukrainer keinen Krieg mehr schaffen. Also Thilo Jung redet, also ich finde es auch zynisch, wie Thilo Jung hier darüber redet, über etwas, was jeden Tag tausende Menschenleben fordert. Also wirklich, da gibt es nichts zu schaffen, das muss beendet werden. Letzten jetzt schon Jahren erlebt. Ja. Den Ruf immer nach neuen Waffenlieferungen. Es wurden immer größere, immer... Damit es vielleicht nicht schlimmer wird. Es hat sich nichts nach vorne und nichts nach hinten bewegt. Im Gegenteil, im Moment nehme ich wahr, dass die Gewinne eher auf russischer Seite stattfinden. Ja. Und ich weiß an dieser Stelle ausdrücklich, dass mein Bild, was ich über den Ukraine-Krieg habe, ein sehr fragiles ist. Weil ich weiß, dass das Erste, was in einem Krieg stirbt, die Wahrheit ist. Nun gibt es aber keine Verhandlungen. Naja, da hat ja Wolf völlig recht. Aber es gibt ja Frontline-Maps von der Ukraine und die zeigen schon eine sehr deutliche Bewegung der Front zugunsten von Russland. Natürlich gibt es viele Städte, die umkämpft sind, wo man gerade nicht weiß,
welche Straße wird da von Russland gehalten und welche von der Ukraine. Aber gerade im Süden der Oblast Donetsk vor Awdijiwka ist Russland in den letzten Monaten deutlich, deutlich vorgerückt. Und dieses Vorrücken, das hört nicht auf. Russland hat in Charkow noch eine zusätzliche Front eröffnet. Und wenn Russland zu wenig Truppen hätte, um diesen Krieg fortzusetzen, dann würden sie nicht eine zusätzliche Front eröffnen. Und dann würden sie auch nicht andauernd vorrücken, während die Ukraine sehr, sehr kleinen Gewinne, die sie bei der Sommeroffensive 2023 gemacht hatte, dann nicht wieder verlieren würde. Also wie gesagt, das, was ich hier gerade wiedergebe, ich weiß jetzt nicht viel über Militär und Kriegsführung und so, das ist das, was einem westliche Militärexperten wie Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer beispielsweise erzählen. Das ist die Analyse, die man auch von westlichen Militärexperten bekommt. Das ist jetzt nichts Pro-Russisches oder so. Das wird einem jeder Militär bestätigen, der sich damit etwas besser auskennt. Die Lage für die Ukraine ist alles andere als gut. Ja, muss es aber. Hilft ja nichts. Gut, aber die gibt es ja nicht. Und du sagst trotzdem, und ihr sagt, trotzdem keine Waffen. Was würde das zur Konsequenz haben? Der Krieg geht weiter, weil... Nein, der Krieg geht nicht weiter. Die Ukraine würde kompromissbereiter werden. Die Ukraine lehnt aktuell einen Frieden ab. Russland wäre zu Frieden bereit. Also Russland hat, wie gesagt, das wissen wir, mittlerweile durch Enthüllung von den Friedensverhandlungen von Istanbul, dass Russland damals zu Frieden bereit war. Aktuell sind die russischen Friedensbedingungen schärfer, als sie damals waren. Aktuell fordert Russland eine Anerkennung der territorialen Realitäten, eine Demilitarisierung, Entnazifizierung und Neutralität der Ukraine. Und das wären doch alles akzeptable Forderungen. Also niemand kann mir erzählen, dass eine neutrale Ukraine nicht mehr souverän wäre oder so. Also wer kann was gegen eine neutrale Ukraine haben? Die Antwort ist einfach, die USA haben was gegen eine neutrale Ukraine, da sie die Ukraine gerne ihrem westlichen Block hinzufügen würden. Also deswegen, wie gesagt, werden die USA die Ukraine bis zum letzten Ukrainer verteidigen, damit die Ukraine weiter Teil des amerikanischen Machtbereichs bleibt. Aber das ist ja nicht im deutschen Interesse, den amerikanischen Machtbereich auszuweiten. Uns Deutschen kann egal sein, ob die Ukraine neutral ist oder nicht. Uns Deutschen kann egal sein, ob wo genau die ukrainische Ostgrenze verläuft. Also ob jetzt Donetsk und Luhansk, ob die auf der russischen Seite der Grenze sind nach Ende des Krieges oder auf der ukrainischen. Das interessiert uns Deutsche doch nicht. Also auch hier. Also Waffenlieferung, also ein Ende der Waffenlieferung würde diesen Krieg schneller beenden. Weil nicht verhandelt wird, egal an wen das jetzt liegt. Ihr wollt keine Waffen liefern. Was heißt das an Konsequenz? Es muss Verhandlungen geben. Ich kann mich doch nicht zurücklehnen und sagen, gibt aber keine Verhandlungen. Also es muss Verhandlungen geben. Natürlich gehören da zwei dazu, das ist mir auch klar. Aber in dem Moment, wo klar ist, dass man nicht... Ne, im Moment nehme ich wahr, dass beide Seiten unter Extremforderungen verhindern, dass man an den Verhandlungstisch kehrt. Ich weiß aber genauso, dass auch in Russland natürlich eine Debatte darüber stattfindet und in diesem Land eine Debatte stattfindet, die wahrnimmt, wie lange können wir diesen Krieg, wie viele Leute sollen, wie viele junge Männer, wie viele junge Russen sollen noch sterben. Die Debatte gibt es ja dort genauso. Und deswegen kann aus russischer Sicht ist, da hat Herr Wolf völlig recht, natürlich gibt es die Debatte auch in Russland. Und aus russischer Sicht ist es aber vollkommen unakzeptabel, die Gebiete, die man jetzt aus russischer Perspektive, wie gesagt, das ist jetzt nicht meine Sichtweise, ich gebe hier die russische Sichtweise wieder, die aus russischer Sichtweise von der Ukraine befreit wurden, die aus russischer Perspektive quasi, jetzt nicht mehr, oder nicht nur aus russischer Perspektive, es ist ja objektiv so, dass die Ukraine, also die jetzt nicht mehr ukrainischen Beschuss ausgesetzt sind, es ist ja objektiv so, dass die Ukraine in Donetsk andauernd Wohnbezirke beschossen hat. Das ist jetzt dadurch, dass Avdiivka gefallen ist, deutlich weniger geworden. Also die Gebiete, die wird Russland nicht zurückgeben. Also das wäre vielleicht im Minsk-Abkommen noch möglich gewesen, aber da der Westen das Minsk-Abkommen nicht einhalten wollte, da die Ukraine das Minsk-Abkommen nicht einhalten wollte, ist das gescheitert. Mittlerweile haben ja sowohl Merkel als auch Hollande als auch Poroschenko zugegeben, dass das Minsk-Abkommen nur unterzeichnet wurde, um die Ukraine hochzurüsten, um sie für einen künftigen Krieg gegen Russland quasi startklar zu machen. Denn die Ukraine, die konnte 2014 so einen Krieg nicht führen, 2022 konnte sie es. Also man musste die Ukraine quasi hochrüsten für so einen Krieg. Und Zelenskys Berater, der hat ja schon, bevor Zelensky gewählt wurde, angekündigt auch, wir werden so 2021, 2022 einen großen Krieg gegen Russland erleben. Also das war in westlichen Hauptstädten schon geplant, dass es diesen großen Krieg geben würde. Der Westen wollte diesen Krieg. Und
Russland ist halt nicht bereit, sich nochmal über den Tisch ziehen zu lassen wie im Minsk-Abkommen. Deswegen ist Russlands Verhandlungsposition auch wesentlich härter, als sie es beim Minsk-Abkommen war, weil der Westen halt andauernd Verträge gebrochen hat, weil der Westen andauernd versucht hat, Russland über den Tisch zu ziehen. Es nur eine diplomatische Lösung geben. Das glaube ich auch, aber wenn Putin hört, die Deutschen oder der Westen liefert keine Waffen mehr, warum sollte er dann an den Verhandlungstisch? Was ist denn, wenn Putin jetzt schon bereit ist, an den Verhandlungstisch zu gehen? Also Russland ist ja verhandlungsbereit. Ich mal den Teufel an die Wand. Und wenn ab 1. Januar Trump an der Macht ist und seine Unterstützung einstellt, ja, was passiert denn dann? Sehr gutes Argument von Katja Wolf. Dann gibt es, wenn Trump seine Wahlversprechen einhalten sollte, das weiß man bei dem ja immer nicht, dann gibt es einen Deal und zwar an uns Europäern vorbei. Dann haben wir fleißig Waffen geliefert, der Ukraine fleißig Geld gegeben und wir dürfen dann auch noch einen Wiederaufbau bezahlen. Und die USA schließen dann Deal mit Russland, weil Trump das dann als in amerikanischem Interesse stehend erachtet. Die USA vertreten halt ihre eigenen Interessen. Und wir Europäer sind Konkurrenten oder ja, aktuell eher nützliche Idioten. Also den Amerikanern ist völlig klar, dass wir auf wirtschaftlicher Ebene vor allem Konkurrent sind, dass sie nur ihre eigenen Interessen zu sehen brauchen, nicht unsere. Aber wir tun so, als würden die USA immer unsere Interessen mitbedenken, was halt nicht der Fall ist. Jede Nation vertritt ihre eigenen Interessen. Ist bei den USA halt genauso. Und wenn Trump da an die Macht kommt, ja, dann stehen wir Europäer halt blöd da mit unserer Vasallentreue gegenüber der gescheiterten Strategie einer Regierung Biden. Dann liegt der Käfer sozusagen strampelnd auf dem Rücken und dann ist die Situation viel dramatischer. Das wollt ihr doch auch. Nee. Was ist der Unterschied zwischen Trump liefert keine amerikanischen Waffen mehr und ihr wollt keine deutschen Waffen mehr? Was ist der Unterschied? Also es braucht das klare Bekenntnis dazu, dass man aus einer Kriegsrhetorik und Kriegslogik aussteigen muss. Und davon bin ich tatsächlich überzeugt. Du beantwortest jetzt, muss ich leider jetzt sagen, du beantwortest die Frage nicht. Doch. Was passiert, wenn wir keine Waffen mehr liefern? Dann gibt es erst Dann gibt es Frieden. Dann ist die Ukraine gezwungen, Kompromisse zu schließen. Aktuell weigert sich die Ukraine. Relativ einfach. Keine Verhandlung. Warum sollte Putin dann verhandeln, wenn er sagt, okay, die bekommen ja, keine... Ja, weil Russland verhandlungsbereit ist. Es scheitert ja gerade an der Ukraine, beziehungsweise am Westen. Der Westen übt ja Druck auf die Ukraine aus, dass sie nicht verhandeln soll. Kein Nachschub mehr. Even better. Was ist der Unterschied zwischen Trump und euch? Und deswegen ist unsere. Du hast gerade Trump ins Spiel gebracht. Was ist der Unterschied zwischen? Also eben wollte man das BSW in die Nähe von Putin rücken, davor in die Nähe der AfD und jetzt in die Nähe von Trump. Also Thilo Jung ist ja, was das Frame betrifft, wirklich einsame Spitze. Also ihr merkt auch, er versucht auch gar nicht irgendwie sachlich nachzufragen, wo denn Widersprüche im BSW-Programm liegen können. Er versucht nur Frames aufzubauen. Das BSW sei AfD-nah, Putin-nah, Trump-nah. Und das Ganze ist, es ist egal, wie häufig wir uns von Putin, Trump, der AfD oder wem auch immer distanzieren. Wir werden, beziehungsweise das BSW wird immer so diffamiert werden. Es ist völlig egal, wie das BSW sich verhält. Es wird immer so diffamiert werden. Also da, solange das BSW seine Position vertritt und für Frieden ist, solange wird das so diffamiert werden. Also Leute wie Thilo Jung, die wollen eigentlich, dass man nachgibt und sagt, okay, wir sind jetzt doch für Waffenlieferung und das kann man halt nicht machen, wenn man für Frieden ist. Da muss man gegen Waffenlieferungen sein. Entsprechend, ja, was soll man hier denn sagen? Was ist in diesem Punkt der Unterschied zwischen Trump und dem BSW? Ja, wenn Trump seine Ankündigung ernst meint, dann hat er hier offensichtlich recht. Dann gibt es hier an dieser einen Stelle keinen Unterschied zwischen dem BSW und Trump. Aber das ist auch völlig egal. Wenn Donald Trump sagt, der Himmel ist blau, dann sollte man sagen, nein, der Himmel ist lila. Nein, der Himmel ist immer noch blau, auch wenn Donald Trump das sagt. Auch Donald Trump kann mal sinnvolle Sachen sagen. Also das ist ja nicht ausgeschlossen. Zwischen Trump und euch. Also, es ist keine verantwortungsloses Zurückziehen und sagen, geht mich nichts an, ist weit weg. Ausdrücklich nicht, ja? Und klares Bekenntnis dazu, dass wir Menschen aus der Ukraine hier in Deutschland eine sichere Heimat bieten, überhaupt gar keine Frage. Aus meiner Sicht ist es trotzdem unglaublich wichtig, ein klares Friedensbekenntnis abzugeben. Und ja, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht, an welchem Punkt sozusagen. Also, na klar kann ich, aber wenn ich in diesem Punkt sage, und solange das so ist, ist es, wie es ist, komme ich aus dieser Kriegslogik nie raus. Ich muss ausbrechen. Katja, wir sind alle gegen diesen Krieg. Wir wollen, ich muss dass aus das dieser Kriegslogik ausbrechen. Nee, wir sind alle gegen diesen Krieg. Das stimmt nicht. Die USA wollten diesen Krieg. Die Kräfte, die hier regieren, wollten diesen Krieg.
Der Westen wollte diesen Krieg. Der Westen hat diesen Krieg provoziert. Und ja, auch Putin wollte diesen Krieg, als er, also beziehungsweise die russische Führung wollte diesen Krieg, als sie da einmarschiert ist, sonst gäbe es diesen Krieg ja nicht. Also es gab, muss zumindest mal zwei gegeben haben, die diesen Krieg wollten, nämlich die USA und Russland. Und jetzt ist die Frage, wie schafft man es, die Interessen von den USA und Russland am Verhandlungstisch auszuloten und ja, das Ganze nicht aus dem, auf dem Schlachtfeld zu lösen mit diesem hohen Preis, den das fordert. Vielleicht eine andere Chance ist nicht. Was ist denn der Punkt, wo wir dann sagen, aber jetzt verhandeln wir. Wie viele Tote muss es geben? Sagen wir bei 1 Million Toten oder wenn wir irgendwie, ne, wenn ich sehe, mit welchen Milliardensummen wir um uns herum jonglieren für Waffenlieferungen, das kann doch nicht der zivilisatorische Ansatz sein. Richtig. Ich habe nicht auf alles eine Antwort. Na klar. Aber warum sollte Putin verhandeln, wenn wir die Waffenlieferung einstellen? So, Russland jetzt schon verhandlungsbereit ist. Also, was Thilo Jung für dämliche Fragen stellt. Also, weil das gerade am Westen scheitert, nicht an Russland. Wegen? Erklär's mir. Ja? Also, das ist ja was, was Sarah Wagenknecht auch dauernd bringt, nämlich die Friedensverhandlungen von Istanbul. Russland war dort zu sehr, sehr weitreichenden Kompromissen bereit, die viel weitreichender waren als die jetzigen russischen Maximalforderungen, wo man sogar bereit gewesen wäre, die Ukraine in die EU zu lassen. Also, ein sehr, sehr weitreichendes Zugeständnis an den Westen. Und ja, also es gibt keinen Hinweis darauf, dass Russland nicht kompromissfähig wäre. Ganz im Gegenteil. Russland hat auch vor Beginn des Ukraine-Krieges nochmal Kompromissforderungen an den Westen gesendet, nämlich die Ukraine darf der EU beitreten, die Ukraine darf aber nicht der NATO beitreten und alle Atomwaffen werden aus Europa zurückgezogen. Russland wollte quasi eine Entspannung, der Westen hat das abgelehnt. Wir Verhandlungen jetzt? Natürlich, klar, kann ich nicht, also Putin wird in dem Moment verhandeln, wenn er das Gefühl hat, jetzt ist ein Punkt, wo er das erreicht hat, was er erreicht hat oder erreichen wollte. Ja. So. Und jetzt hat er eine Verhandlungsbasis, wo er für sich das rausholt. Das finde ich auch nicht lustig, finde ich auch nicht schön. Ja. Ich finde es auch nicht schön, mit Putin, also die Vorstellung, mit Putin verhandeln zu müssen. Ja. Und den Irrsinn, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt auf die Idee kommt, Waffen, mit Waffengewalt Grenzen zu verschieben, finde ich auch widerlich. Dreht sich mir auch der Magen um. Aber was ist die Alternative? Ja, zumal es die NATO schon andauernd gemacht hat. Also was war denn der Überfall auf Jugoslawien 1999 und die Sezession des Kosovo, die mit Waffengewalt erzwungen wurde? Da hat die NATO mit Waffengewalt Grenzen verschoben. Also würde jetzt irgendwer sagen, nee, mit NATO-Politikern, die das beschlossen haben, mit denen darf man gar nicht verhandeln. Ja, was sollen wir mit dem machen? Also das ist doch albern, dass irgendjemand daraus jetzt schlussfolgern würde, mit Ländern, die daran beteiligt waren, mit denen dürfe man jetzt nicht mehr verhandeln. Also keine Ahnung, man darf nicht mehr mit den USA verhandeln, weil die damals Grenzen verschoben haben. Was ist der Unterschied zwischen Trump und euch? Trump will keine US-Waffen mehr in die Ukraine liefern. Ihr wollt keine deutschen Waffen an die Ukraine liefern. Was ist der Unterschied? Du hast gerade ja angemahnt, oh Gott, wenn Trump... Ja, das BSW vertritt deutsche Interessen, Trump vertritt amerikanische Interessen. Das ist der Unterschied. Das BSW argumentiert aus einer deutschen Perspektive, Trump aus einer amerikanischen. Kommt dann dass Trump, glaube ich, ein extrem verantwortungsloser, im Besonderen geopolitisch extrem verantwortungsloser Politiker ist. Warum ist eure Forderung nicht verantwortungslos? Weil wir die diplomatische Lösung... Ja, Trump hat Abrüstungsverträge aufgekündigt. Also das wissen viele gar nicht. Also beispielsweise das Open Skies Abkommen, das ist unter Trump gescheitert. Also da haben sich Russland und die USA nicht auf eine Verlängerung einigen können. Der INF-Vertrag wurde von Trump auch aufgekündigt. Also Trump hat Abrüstungsverträge mit Russland aufgekündigt, die auch mit dazu geführt haben, dass es den Ukraine-Krieg gab. Also Trump ist extrem verantwortungslos. Auch hier hat Wolf völlig recht. Sowas würde das BSW nicht machen. Beispielsweise das BSW ist ja für mehr Abrüstungsverträge. Das BSW wäre für einen neuen INF-Vertrag. Das BSW wäre für eine Erneuerung des Open Skies Abkommens. Also das BSW wäre nicht dafür, dass das alles, also dass immer mehr Verträge aufgekündigt werden, wie Trump das gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil. Einfordern, wie ich das von Trump noch nie gehört habe. Doch, das sagt er auch immer wieder. Er wird sofort reden mit Putin. Das ist doch Diplomatie. Was ist der Unterschied? Trump fordert keine US-Waffen mehr. Ihr wollt keine deutschen Waffen mehr. Mhm. Habt ihr da... Unterschied, also ich habe gerade einen Unterschied genannt. Trump hat eine aggressive Außenpolitik gegenüber Russland gemacht. Das würde das BSW nicht machen. Und Trump würde sich danach auf China stürzen. Also das Ding ist ja, dass Leute wie Trump China als nächsten großen geopolitischen Konkurrenten der USA sehen, sich dann auf China konzentrieren wollen, anstatt anstatt es dann gut sein zu lassen und sich mit der multipolaren Weltordnung zufrieden zu geben. Also die US-Demokraten, die sagen, okay, wir müssen erst Russland besiegen, dann China.
Trump sagt jetzt, nein, wir müssen zuerst China besiegen und dann haben wir sowieso unsere unipolare Stellung hier gesichert. Also es ist ein unterschiedliches Herangehen, was dem gleichen Ziel dient, nämlich Worldwide Dominance der USA. Siehst du da die Parallele? Na klar sehe ich die Parallele, aber wir ticken anders. Ich will, dass dieser Krieg beendet wird. Ganz einfach. Ich will, dass dieser unsägliche Krieg, der ein unvorstellbares Leid bringt, beendet wird. Auch wenn Putin gewinnt. Putin hat jetzt schon... Nein, also was heißt gewonnen? Es muss einen Kompromissfrieden geben und die russische Maximalforderung, also ein Sieg, wenn man das jetzt so framen wollte, wie gesagt, ist wieder Thilo Jungs Framing, ein Sieg der russischen Seite wäre ja keine Vernichtung der Ukraine, sondern ein Sieg der russischen Seite zu den aktuellen russischen Forderungen wäre eine neutrale Ukraine. Also würde Russland dann wahrscheinlich jetzt Sieg für sich framen, kann man auch so sehen, aber ja, also die Ukraine würde dann ja immer noch als Staat existieren. Wie realistisch ist es, dass die gesamten Gebiete, die Putin jetzt gewonnen hat? Was genau ist so schlecht an globaler Hegemonie der USA, wie wir sie im vergangenen Jahrhundert hatten? Was daran so schlecht ist? Also für uns Deutsche, ja, frag mal die 20% der energieintensiven Industrie, die wegen überhöhter Energiepreise abgehauen sind. Frag mal die große Teile der deutschen Bevölkerung, die verarmt sind, weil die Preise explodiert sind, weil die Energiepreise so hoch geschossen sind. Also das ist eine direkte Folge amerikanischer Geopolitik. Also deswegen ist das vor allem aus deutscher Sicht nicht wünschenswert. Frag mal die hunderttausenden Ukrainer, die da für amerikanische Interessen sterben mussten. Ja, und jetzt kannst du noch die, also einer schreibt gerade im Chat, die Iraker, die Libyer, die Syrer, die Jemeniten, Jemeniten ist eher Saudi-Arabien, aber die Afghanen, also all die Leute, die in amerikanischen Kriegen in den letzten Jahrzehnten gestorben sind, wo die USA versucht haben, irgendwelche Nationen zu beseitigen, die nicht auf Linie waren. Also, was soll ich sagen, der War on Terror, der hat Millionen Todesopfer gefordert. Und der hat hier in Europa auch zu der Flüchtlingskrise geführt, die wir dann seit 2015 erlebt haben. Der führt jetzt zu den explodierenden Energiepreisen, zur Zerstörung unserer Industrie, zur Verarmung unserer Bevölkerung. Also für uns ist diese amerikanische Hegemonie absolut nachteilig. Hat wieder zurückgewonnen werden? Um welchen Preis? Ich habe bisher noch keine Forderung eurerseits, von dir oder Sarah oder so, an die Russen zum Rückzug aus den ukrainischen Gebieten gelesen. Ist das Zufall? Die Forderung ist ganz klar, die Ablehnung wo dieser... Wo steht das? Ich hab ja euer ganz... Also was Thilo Jung jetzt hier gerade möchte, er möchte ein moralisches Bekenntnis, dass Russland ja aus völkerrechtlicher Perspektive nicht das Recht hat, ukrainisches Gebiet zu besetzen. Das stimmt, aber solche moralischen Bekenntnisse, die helfen in der Politik nicht weiter, sondern man muss sich die Realität ansehen. Und die Realität ist, dass Russland sich aus diesen Gebieten nicht durch gutes Zureden zurückziehen braucht. Also so völlig albern, was Thilo Jung hier fordert. Man kann solche Forderungen eigentlich gleich zurückweisen und sagen, ja, so, solche moralischen Appelle, so funktioniert Politik nicht. Man muss sich die Realität anschauen und dann damit umgehen. So funktioniert Politik. Ich habe das Wahlprogramm rausgesucht. Ich habe alles, wo steht das, dass ihr die Russen zum Rückzug aus der Ukraine auffordert? Ihr seid ja gegen Ukraine-Krieg und so weiter. Wir kommen auch nochmal zu anderen Sachen. Aber das klare Bekenntnis gegen den Angriffskrieg, den Russland gestartet hat und das klare Benennen, dass an diese... Hier stellt Katja Wolf nochmal das klar, was eigentlich ohnehin klar ist, das BSW lehnt diesen Angriffskrieg ab. Das ist klar, aber es ist egal. Es ist einem Thilo Jung egal. Man kann das so häufig klarstellen, wie man will, er wird einen trotzdem framen. Also das werden auch so gut wie alle anderen Mainstream-Journalisten machen. Die werden einen in diese Ecke framen, ob man sich davon 10-mal oder 20-mal distanziert hat, ob man 10-mal oder 20-mal gesagt hat, dass man Putins Angriffskrieg ja ablehnt. Es ist egal, wie häufig man das sagt. Man wird trotzdem so geframed. Also... Ja, das ist das Blöde mit solchen Medienkampagnen. Man kann dem so häufig widersprechen, wie man will. Es nützt nichts. Also was Leute wie Thilo Jung wollen, ist, dass man nachgibt, ist, dass man quasi ihre Position übernimmt, ist, dass man sagt, okay, wir sind jetzt doch für Waffenlieferung. Solange man das nicht sagt, unterstellen sie ihm einfach eine Putin-Nähe. Und fordern moralische Appelle, die nichts ändern und die, ja, die man zwar geben kann, die aber, wie gesagt, völlig belanglos sind. An dieser Stelle Putin der Aggressor ist und das ist... Ja. Unentschuldbar ist, in dieser Weise zu versuchen. Und von allen kann Putin den Krieg am ehesten beenden, richtig? Na klar. Warum fordert ihr denn nicht als allererstes dann die Russen auf?
Das machen wir auch, das mache auch ich. Oder? Das, aber das ist doch wirklich albern, von einer deutschen Oppositionspartei zu verlangen, dass sie Forderungen an Russland stellt. Also eine deutsche Oppositionspartei, das ist jetzt nicht schwierig zu verstehen, die hat Forderungen an die deutsche Regierung zu stellen, dass sie ihre Politik ändert. Und nicht Forderungen an die Regierung irgendeines anderen Landes, dass das seine Politik ändern soll. Das ist doch jetzt wirklich albern. Also wenn das BSW eine russische Oppositionspartei wäre, dann könnte Thilo Jung hier solche Forderungen stellen. Aber das BSW ist keine russische Oppositionspartei, sondern eine deutsche. In Interviews entsprechend auch deutlich gemacht, dass es natürlich in dem Moment, wo ich sage, wir fordern Verhandlungen, wird genauso Putin aufgefordert. Ich habe die 60 Seiten eures Wahlprogramms durchgeguckt. Ich habe Sarahs Ja, das gehört nicht in ein Wahlprogramm, ganz einfach. Moralische Appelle an Regierungen anderer Länder, dass sie sich doch bitte mal ans Völkerrecht halten sollte, gehört nicht in ein Wahlprogramm. Das ist vollkommen absurd, was Thilo Jung hier fordert. Also ins Wahlprogramm, da gehören Forderungen, wie sich die deutsche Politik zu verändern hat. Nicht, wie sich die russische Politik zu verändern hat, nicht, wie sich die Politik irgendeines anderen Landes zu verändern hat. Also Deutschland schreibt ja auch nicht, also das BSW schreibt ja auch nicht in sein Wahlprogramm, wie jetzt Djibouti seine Politik gestalten soll oder wie Japan seine Außenpolitik gestalten soll oder irgendein anderes Land. Das ist ja vollkommen absurd, von einer deutschen Partei zu fordern, dass sie für irgendein anderes Land, mit dem sie nichts zu tun hat, irgendwelche Forderungen aufstellt. Interviews mal anguckt, deine Interviews, die Kurzversion, finde ich nirgendwo, dass ihr die Russen als Aggressor zuallererst auffordert, sich zurückzuziehen. Also es gibt, Zufall? Und das habe ich in allen Interviews und das nehme ich auch bei Sarah Wagenknecht wahr, es gibt das klare Bekenntnis dazu, dass Russland als Aggressor benannt wird und dass dieser Angriffskrieg durch nichts zu rechtfertigen ist. Das war nicht die Frage, Katja. Doch, natürlich ist das die Frage, weil das impliziert, dass es keinen freundlichen Schulterschluss mit Putin gibt und dass es natürlich impliziert, wenn man sagt, Verhandlungen müssen geführt werden, dass dieser Appell genauso an Putin geht, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ja, aber zum einen zu sagen, was Putin mit in der Ukraine gemacht hat, ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, ist eine Beschreibung. Wir reden über Politik und Forderungen und die Forderung. Ja, und dass eine deutsche Oppositionspartei Forderungen an Russland stellt, ist abstrus. Sowas macht keine deutsche Partei. Also vollkommen albern, was Thilo Jung hier fordert. Hat nichts mit realer Politik zu tun, sind moralische Bekenntnisse, die man fordert. Und ja, da kann man doch sagen, ja, natürlich würde ich das moralisch so sehen, wie du das hier beschreibst, aber die Realität sieht halt anders aus. Das, ja, das ist halt relativ leicht erkannt. In diesem Sinne, guter Auftritt von Katja Wolf. Ich könnte hier noch länger drauf reagieren, aber die zentralen Punkte wurden gemacht. Thilo Jung versucht sie halt in eine rechte Ecke zu stellen, in die Nähe von der AfD, in die Nähe von Putin und jetzt auch irgendwie in die Nähe von Trump hat er versucht, das BSW zu rücken. Katja Wolf hat das gut zurückgewiesen. Ja, mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen, außer dass das BSW sich in Zukunft auch auf solche Angriffe wird einstellen müssen. Das beobachten wir hier von außen sehr gespannt. Wie gesagt, ich bin selbst kein Parteimitglied des BSW, aber ich hoffe, dass Katja Wolf bei den Landtagswahlen in Thüringen im Herbst ein gutes Ergebnis erhält.